Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mathis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mathis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Und vor allen Dingen so viel. Eine Frage frage ich mich jetzt doch. Ich find's cool, dass man mit Harvey jetzt rumlaufen kann, aber nicht interagieren, weil Harvey ja quasi nur eine Projektion des Unterbewussten ist. Aber warum weiß Edna, die im Keller gesperrt ist, was hier hinter dem Haus los war? Das ist natürlich verdächtig. Aber, huch! HLI entwickelt neue Reime. Im Nanosilbenlabor des Hermann-Löns-Instituts für angewandte Sprachwissenschaften gelang es Forschern aus dem Fachbereich Chaos, Phonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird sich also auch die Endsilbe eng auf Ittel reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen, also Stiesel auf Roggen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen, um komplexe Sachverhalten wie »Der Schaffner war ein Schussel, vergaß er doch das Segel« oder »Es dachte sich das Wiesel, ab morgen gehe ich joggen« in Reimform auszudrücken. Einfach nur schön. Kastaniendieb wieder entkommen. Am gestrigen Donnerstag ist der berüchtigte Kastaniendieb aus der Haft entflohen. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang, mit einem abgenagten Zehennagel die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisbibliothek zu lösen. Zehennagel? Die Vermutung basiert auf dem Fund eines Zehennagels, der im Augenblick im Polizeilabor untersucht wird. Mysteriös, Linkshändler mit Rechtshänderschere erstochen. Einen grausamen Fund machte ein Messtechniker des Lawinenfrühwarndienstes auf der Nordsee Hallig-Hooge, als er auf einem Wartungsgang die lokale Langzeitenteisungsanlage zur Präventionsgletscherung untersuchte. Im Graben der Scharfschutzumzäunung fand er den 39-jährigen Rottfried H. durch 36 Blabelstellen und Klebepunkte Öse am Mord Linkshänder Schere. Esst mehr Obst. Ach, der Bussi-Bär-Observer. Oh, kennt ihr noch Bussi-Bär-Eis? Boah, das Wassereis, das fand ich immer so super einfach. So, hier, Ausschreitungen während des Kongresses der irgendwas, alljährlichen Kongress der Philosophenvereinigung. Oh, können wir uns das vorlesen lassen? Das war ja jetzt, Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3. Esst mehr Obst ist wichtig, können wir darüber nicht reden? Ich glaube fast, es sind die Zehennägel. So, Alfred Mathis. Der alte Hippie. Sonst haben wir hier nix. Gehe zu Zeitung. Dann lassen wir mal den Poki wieder zu Wort kommen. Hallo Poki. Hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft. Sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mathis essen zusammen Eis. Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können, dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Edna darf nicht mit Eis essen. Irgendwie, das stört. Fließt denn hier gar kein Blut in dem Spiel? Vielleicht ist es ja Gedärmeeis oder Innereien-Eis. Das Weiße könnte Milz sein zum Beispiel, das grüne Nasenpopel, das Rote könnte die Leber sein und das beides Gelbe sind Augäpfel. So, genug Blut. Auf jeden Fall, sie essen Eis ohne Edna. Aus Kindheitssicht vielleicht, weiß ich nicht. Sie plotten ja nicht gegen sie, das ist schon mal gut. So, wir gehen erstmal wieder zu Edna und guck mal, was wir ihr berichten können. Halt, vorher will ich noch eine Sache probieren. Halt, nein, Harvey, da gehst du lang. Geh zu hinters Haus und zu hinters Haus können wir mal ganz kurz in die Zeitung gucken. Ich wollte nämlich nur gucken, ob der gute Poki ja auch noch was zu sagen hat. Ob der gute Poki ja auch noch was zu sagen hat. Ich will nicht gehe zu raus, ich will... Aber ich will doch... Kann man hier nicht... Poki, sag doch was. Hilfe. Also er lugt immer ganz scheu hervor hier. Hup, 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 hup. Aber er will einfach nichts sagen. Hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben des...
ja, da bist du sehr schnell gewesen. Wir gehen mal ganz schnell wieder weiter. Die Türmatte können wir auch nicht, ne? Nee, können wir auch nicht. Mist. Dann wollen wir doch mal quatschen. Die gute alte Regentonne. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Ist eine tolle Tonne. Die ist so regnerisch. Und die Hintertür steht genau neben der Regentonne. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich gucke mich lieber weiter um. Gut, ein bisschen über die Nachbarn lästern. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten? Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Reden wir doch mal über den Papa. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Und vor allen Dingen, während der Vater mit dem Sohn des Nachbarn oben sitzt und Eis schlemmt, hat er die eigene Tochter in den Keller gesperrt. Das ist, naja, nicht schön. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, hockt und gut, das kennen wir ja schon. Ja, das kennen wir schon. Reden wir doch mal über die Zeitungsartikel. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Vin Diesel trägt bunte Socken. War jetzt nicht so cool. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Knusper, knusper, knusper vor allem. Ja. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Ich bin froh, dass es kein Mittelhänder war. So, Edna hat jetzt ein... Kein Dreck unter dem Rand, sie selbst. Na Gott sei Dank, wenigstens das. Rede doch mal mit Herrn Fußnagel. Du bist ein Teil von mir, wenn auch nicht der sauberste. Aber ich dachte, da wäre kein Dreck. So, den hat sie ja schon. Nimm Fußnagel mit. Ach nee, benutze Fußnagel mit. Gut, dann gehen wir mal zur Tür. Und versuch mal unser Glück. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Doch es war schon zu spät. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? So, wie kriegen wir das Knusperfrühstück denn jetzt? Harvey 1, Fußnägel. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Na gut. Fußnägel kauen macht Spaß. Hey Kinder, kaut eure Fußnägel, da sind Vitamine drin. So, wir haben Fußnägel und werden sie benutzen.
Und nochmal. Kreuzschlitz mit dem Fußnagel? Aber Fußnagel ist doch auch nur Schlitz. Nicht Kreuzschlitz. Das kann doch gar nicht. Das geht das? Muss ich nachher mal probieren. So, warte hier. Weg und... Ja, jetzt dahin. Sogar mit Dübeln. Was machen wir mit dem Ventilator? Ich weiß es nicht. Kaputt. Sieh mal, Harvey. Ich habe den Weltersten... Gut, das hatten wir schon mal und tschüss, Harvey. Nein. Na gut. Der Ventilator. Wie kriegen wir... Oder wie kommen wir hier jetzt weiter? Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Okay. Nehmen wir den einfach mal raus. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Harvey? Ich überlege noch. Ja, nimm mit. Nein. O Herr der Rotation, wirst du mich passieren lassen? Im Stück. Unwahrscheinlich. Gut, das klappt also nicht. Ich frage mich, was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke. Edna, nicht! Du könntest den Ventilator kaputt machen. Das will ich doch gerade. Ach Mann, verdammt. Gehe zur Zelle. Jetzt haben wir hier... Da ist das Ventilationsgitter und wir haben noch einen Tisch. Tisch? So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Schon wieder Gucker freigeschaltet. Wie oft wir hier gucken. Ach, wir können ja vielleicht das Ventilationsding ausmachen lassen, wenn wir mit dem Typen quatschen. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Ja, es fröstelt mich ein bisschen. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Sei doch nicht so unwirsch. Aber hey, guck mal. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. In der Profiliga. Mann. Naja, können wir nur wieder das machen. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich lass dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Mist. Das macht zwar Spaß, aber eine... Kann man dem nicht einen Fußnagel da durchwerfen? Da gibt es keine offenliegenden Schrauben. Oder wir dürfen nicht mehr so nett sein. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Minigolf ist scheiße! Ja. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Mhm. Yep. Mhm. Big deal. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Ja. Gestohlen vom Sperrmüll, aus einem Walkiefer geschnitzt. Dein Schläger interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, das ist völlig richtig. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Wird knapp. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Langsam. Ich geb's auf. Woher hast du ihn?
Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Und trotzdem sitzt er hier in der Irrenanstalt auf dem Klappstuhl? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Nein! Ach super.